Herzlich willkommen zum nächsten Tutorial. Wir tauschen heute den Lautsprecher eines iPad 3s aus. Wenn ihr Probleme mit eurem Ton habt, bei Musik hören und so weiter, dann dürfte das der Fehler sein. Und ich zeige euch heute, wie ihr den Lautsprecher austauscht. Als allererstes müssen wir den Touchscreen vom iPad 3 erhitzen. Wir fangen oben rechts vom iPad an, also hier auf dem Video ist das Ganze ja leider seitenverkehrt, also unten links, denn oben rechts auf dem Bild zu sehen ist unser Flexkabel für den Touchscreen und fürs Display, und deswegen setzen wir mit unserer Spatel hier im Bild zu sehen unten links an. Also wenn ihr das iPad dann vor euch habt, oben rechts. Ihr müsst versuchen, erstmal einen kleinen Punkt zu finden, wo ihr mit so einer dünnen Spatel oder sowas ähnliches unter den Touchscreen reinkommt. Nur mit dieser Spatel arbeiten würde ich euch nicht empfehlen, denn die Rückseite des Touchpads, diese schwarz, das ist nur irgendwie drauf beschichtet und das verkratzt man relativ schnell und recht gerne. Ihr seht schon, ich setze immer wieder ein bisschen an mit so Plastiktools, ab und zu auch mit meiner Spatel. Wir müssen nur versuchen, das Ganze recht vorsichtig zu machen. Ganz wichtig, immer wieder erhitzen zwischendurch, den Rand erhitzen. Denn wir wollen den Touchscreen ja lebendig runterbekommen. Ist ja nicht so wie beim kaputten Touchscreen, den wir tauschen wollen und wir hier ein bisschen unvorsichtiger arbeiten können. Sondern wir wollen den Touchscreen ja danach wieder verwenden. Deswegen arbeiten wir uns ganz vorsichtig, immer Schritt für Schritt mit Erhitzen, dann unsere Metallspatel oder hier unser Plastiktool immer wieder ein bisschen nach vorne schieben. Der Touchscreen wird, wenn ihr den Home-Button unten habt, wird nach links weggeklappt. Auf der linken Seite unten befinden sich unsere Flexkabeln, also ganz wichtig, so arbeiten, wie ich das hier mache, wirklich Schritt für Schritt. Und dann den Touchscreen langsam aber sicher wegklappen. So, der Touchscreen geht langsam runter. Einfach zur Seite klappen, aufpassen auf die Flexkabeln, die hier noch an der Unterseite sind, unten links. Dass er da nicht so fest anzieht. Und sobald der Touchscreen weg ist, entfernen wir, also weggeklappt ist wohlgemerkt, entfernen wir das Display. Das Display ist mit 4 Schrauben gesichert. Diese 4 Schrauben müssen wir einfach rausschrauben. In jeder Ecke eins. In jeder Ecke eine. Deutsche Sprache, schwere Sprache heute. Auch beim Touchscreen ist, wenn ihr das iPad vor euch liegen habt, unten links das Flexkabel. Das heißt, wir setzen oben rechts an, hier im Bild jetzt unten links zu sehen, um das, nicht Touchscreen, die LCD-Einheit rauszuheben. Natürlich vorsichtig, ganz klar. Ihr könnt die LCD-Einheit jetzt noch nicht komplett rausheben, denn die ist immer noch mit einem Flexkabel auf dem Logic Board gesichert. Genauso wie der Touchscreen selber auch.
Über dem Flexkabel ist noch so ein kleiner schwarzer Kleber. Der muss erst entfernt werden, so ein Schutzklebeband. Also Touchscreen und LCD-Einheit haben so ein kleines Schutzklebeband drüber, das erstmal runter machen und danach können wir dann die Flexkabel entfernen. Bei den Flexkabeln ist es so, dass auf der Rückseite so ein kleiner schwarzer Balken ist, der muss nach oben geklappt werden, so wie ich das hier gerade mache. Und erst dann kann man dieses Flexkabel entfernen. Als allererstes das Flexkabel vom Display wegmachen und dann machen wir uns an das Flexkabel vom Touchscreen. Der ist mit zwei solchen Balken gesichert, der hat zwei Anschlüsse, also so ein Doppelkabel, wenn man das so nennen mag. Auch hier erstmal den Schutz oben wegmachen. So, nachdem der Aufkleber entfernt worden ist, müssen wir auch hier auf der Rückseite von diesem Connector die zwei schwarzen Balken nach oben klappen, so wie ich das mache. Und dann könnt ihr das Flexkabel entfernen von eurem Touchscreen. Das Flexkabel vom Touchscreen klebt noch am Gehäuse ein bisschen fest, das ist ein bisschen schwieriger zum Entfernen. Einfach hier vorsichtig lösen und dann könnt ihr das auch ohne Probleme entfernen. Wenn möglich natürlich immer mit irgendeinem Plastiktool und nicht mit irgendwas Spitzes. So, unser iPad ist nun offen und jetzt machen wir uns dran, langsam aber sicher den Lautsprecher auszubauen. Als allererstes lösen wir die Schrauben auf der Unterseite von dem Dock-Connector. Der muss mit weg, denn darunter liegt das Kabel vom Lautsprecher. Sobald ihr die beiden Schrauben gelöst habt, kommt der relativ einfach raus. Ihr müsst ziemlich weit nach hinten schieben, denn der geht ins Gehäuse rein. Natürlich immer vorsichtig arbeiten, dass hier nichts verletzt wird. Und sobald ihr den heraus habt, könnt ihr da langsam aber sicher das Flexkabel vom Gehäuse lösen und den Dock-Connector einfach ein bisschen umbiegen. Hier ist noch so eine Plastik, weiß was ich, Abdeckung drinnen, die für mich keinen Sinn hat, aber sie wird schon den Sinn haben. Danach haben wir unten am Gehäuse eine Schraube für die WLAN-Antenne oder 3G-Antenne, glaube ich, ist es. Ich weiß es gleich gar nicht. Oben nochmal zwei Schrauben, beziehungsweise oben sind sogar drei Schrauben, die gelöst werden müssen. Einmal die zwei Schrauben von dieser Antenne. Und dann noch die dritte Schraube auch noch. Die ich natürlich hier jetzt übersehen habe, die dritte Schraube. Aber ich komme relativ schnell drauf. Also die dritte Schraube ebenfalls rausschrauben. Und jetzt können wir die Antenne entfernen. Auch hier haben wir am Anschluss von unserem Lautsprecher wieder so eine Klebeabdeckung, die müssen wir entfernen, um den darunterliegenden Lautsprecheranschluss lösen zu können. Der ist nur von oben reingesteckt, also wenn ihr von unten reinfahrt, so wie ich jetzt gerade, dann springt der fast von alleine raus. Und das Kabel können wir dann komplett rausziehen. Ich hätte jetzt erst hier mal probiert, ob wir den so rausbekommen, den Lautsprecher. Muss dazu sagen, ist mein erstes iPad 3, wo ich den Lautsprecher wechsle.
Natürlich ist das Ganze etwas eng beieinander. Das heißt, wir müssen den Akku lösen. Nicht nur den, sondern auch den zweiten Akku. Der Akku, wenn man die Längsform von dem Akku anschaut, also jetzt, wenn man es hier anschaut, von oben, ist er oben und unten mit einem Klebestreifen gesichert. Um den leichter rauszubekommen, macht es Sinn. Ich habe es jetzt hier so probiert, das funktioniert aber leider nicht, außer dass wir den Akku richtig verbiegen. Am besten ist es, das iPad umzudrehen und von der Rückseite mit dem Heißluftföhn nochmal auf den Akku drauf zu gehen, damit sich dieser Kleber vom Akku leicht löst. Also wie gesagt, so wie ich das hier mache, funktioniert das nicht. Ich dachte mir zwar, der Lautsprecher ist eh kaputt, den kriegen wir so raus, aber das funktioniert natürlich nicht. Aber aus Fehlern lernt man. Also, wir drehen das iPad um und erhitzen dann die Rückseite vom iPad, und zwar genau dort, wo unser Akku ist, um die beiden Klebestreifen, die auf der Rückseite von dem Akku drauf sind, vom Gehäuse etwas zu lösen, dass sich der Kleber etwas anlöst, und dann bekommen wir auch den Akku raus. Seht schon, ich habe das Ganze ein bisschen beschleunigt. Und jetzt löst sich der Akku auch um einiges leichter. Wie gesagt, er hat links und rechts sind die Klebestreifen, wenn man die Längsrichtung von dem Akku anschaut. Oder oben und unten, wenn man das iPad so liegen hat. Da müssen wir halt einfach schauen, dass wir die lösen können. Ihr müsst ein bisschen vorsichtig umgehen, dass euch der Akku nicht zu stark verbiegt. Ein bisschen wird er sich verbiegen, das lässt sich nicht vermeiden. Aber dennoch ein bisschen aufpassen. So, wir haben jetzt hier noch drei Schrauben auf dem Rahmen, wo der Lautsprecher festgeschraubt ist. Die müssen natürlich auch entfernt werden. Eins, zwei. Und die dritte Schraube. Leider jetzt hier nicht im Bild zu sehen. Aber ihr seht ja, wie der neue Lautsprecher ausschaut und wie der alte Lautsprecher festgeschraubt ist dann. Jetzt können wir den Lautsprecher ohne Probleme rausziehen. Ich bin jetzt noch drauf gekommen, um den neuen Lautsprecher reinzubauen, müssen wir auch den zweiten Akku ein bisschen anlösen, zumindest auf der Oberseite, dass wir den neuen Lautsprecher wieder reinschieben können. Sowas von Fehlkonstruktion. Also auch hier den Akku ein bisschen anheben. Am besten geht es mit so einer Metallspatel. Mit Plastik brauchen wir da nicht anfangen, denn das Ding klebt richtig gut. Und wie gesagt, nicht zu grob. Wenn es wirklich ist, lieber nochmal von der Rückseite erhitzen, um dann den Akku leichter lösen zu können. So, jetzt könnt ihr euren neuen Lautsprecher nehmen. Der wird einfach nur reingeschoben. Auf der Unterseite auch schauen, dass er passt, auf die Antenne aufpassen. Und sobald er wieder in seiner Passform drinnen ist, kann man die Akkus auch schon wieder nach unten drücken. Dann den Lautsprecher auf der Seite wieder festschrauben mit den drei Schrauben, die wir jetzt als letztes rausgemacht haben. Als nächstes schließen wir unser Lautsprecherkabel an. Das legen wir unten in den Schacht rein. Auch die WLAN-Antenne gehört wieder oben drauf geschraubt auf den Lautsprecher. Die längere Schraube gehört hier ganz rechts außen hin im Bild zu sehen. Die beiden kürzeren dann links und Mitte.
Jetzt das Lautsprecherkabel wieder in diesen Kanal reinlegen. Einfach auf den Anschluss wieder draufklicken, von oben rein wird er geklickt. Die untere Schraube auch nicht vergessen, die ans Gehäuse hingeschraubt ist. Von dieser WLAN-Antenne, glaube ich, ist das oder war das? Könnt ihr im Endeffekt auch den Dock-Connector schon wieder reinschieben. Und mit den beiden Schrauben sichern. Schauen, dass der einrastet, dieser Dock-Connector. Damit ihr euer iPad auch wieder laden könnt danach. Und zum Schluss noch unsere Schutzabdeckung von unserem Kleber, von unserem Lautsprecheranschluss wieder drauf tun. Also dieses Klebeband, Isolierband, wie auch immer man das nennen mag. Und schon habt ihr den Lautsprecher getauscht. Jetzt geht's ans Zusammenbauen. Ah genau, natürlich diese mysteriöse, ominöse Plastikwand auch wieder hinkleben, die ist nur geklebt. Und wie gesagt, jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo wir das iPad wieder zusammenbauen. Ihr müsst euch natürlich jetzt auf dem Touchscreen anschauen, wie gut euer Klebeband noch ist, das da drauf ist. Alles, was verwurzelt ist, verdreht ist, nicht mehr richtig klebt, runter von dem Touchscreen. Und am besten, so wie ich das hier auch mache, mit einem guten 3M-Klebeband. Dürfte, glaube ich, so 3 mm sein. 2-3 mm breit. Direkt auf das iPad aufbringen. Ihr könnt euch am Touchscreen anschauen, wie das aufgebracht war. Einfacher ist es dann, wenn ihr das Klebeband jetzt auf das iPad aufbringt, euch richtig zurechtschneidet und wie gesagt, überall dort, wo am Touchscreen diese Klebefläche nicht mehr gut ist oder verdreht ist oder sogar so zusammengewurzelt ist, einfach vom Touchscreen entfernen. Aufpassen, wenn ihr diesen Kleber, dieses doppelseitige Klebeband vom Touchscreen entfernt, dass ihr das Glas nicht verletzt, beziehungsweise diese schwarze Farbschicht. Bei mir ging es eigentlich jetzt, ich musste nur die linke Seite vom iPad und die Unterseite vom iPad machen, also jetzt hier im Bild rechts und oben. Die anderen haben das relativ gut überlebt und konnte ich auch ohne Probleme wieder mit hernehmen. Wenn ihr natürlich ganz sicher sein wollt, kauft euch zum Lautsprecher noch extra für ein paar Euro die vorgefertigten doppelseitigen Kleber für ein iPad 3 dazu. Dann könnt ihr das komplett vom Touchscreen entfernen und komplett neu verkleben, dass es auch wirklich hundertprozentig wieder hebt. Wir bauen das Ganze jetzt einfach rückwärts wieder zusammen. Als allererstes wird unser Touchscreen wieder in die Halterung gesteckt. Hier unbedingt aufpassen, auf diesem Flexkabel sind zwei weiße Striche drauf. Diese beiden Striche müssen wirklich bündig mit diesem Connector sein. Mir ist es jetzt hier bei dem passiert, dass einer dieser beiden Striche nur minimal weg war und mein Touchscreen dadurch nicht funktionierte. Ich musste also das Ganze nochmal aufmachen und nur dieses kleine Flexkabel etwas nachschieben. Also hier ganz, ganz akribisch arbeiten und schauen, dass das Flexkabel hundertprozentig in diesen Konnektoren drinnen steckt und erst wenn es drinnen steckt, auf der Rückseite von den Konnektoren die beiden schwarzen Balken wieder umlegen. Ich weiß nicht, ob man es hier sieht. Also so wie er jetzt drinnen ist, das Flexkabel in dem Konnektor, hat mein Touchscreen nicht funktioniert. Der nächste Schritt ist, unser Display wieder anzuschließen.
ebenfalls das Flexkabel in den Connector reintun. Beim 2er iPad haben sie es noch so gemacht, da war das eine schöne Metallverbindung. Jetzt haben sie es wirklich nur noch Flexkabeln. So, auch hier ist unser Flexkabel jetzt drinnen und wir müssen noch unseren schwarzen Balken umlegen. Danach kommt das Display als erstes drauf. Dieses wird wieder mit den vier Schrauben festgeschraubt. Also wie ihr seht, nähern wir uns langsam aber sicher dem Ende. Jetzt nur noch die vier Schrauben hereinmachen. Dann nochmal Display und Touchscreen schauen, dass die auf jeden Fall sauber sind, ohne Fetttapper, ohne Fingerabdrücke. Das sieht man im Nachhinein. Was ganz wichtig ist, bevor ihr den Touchscreen draufklebt, müsst ihr unbedingt eure Staubfluseln, was auf dem Display oder auf dem Touchscreen sind, entfernen. So, Display ist drinnen. Jetzt kommt der Punkt, wo wir unser doppelseitiges Klebeband, die Klebestreifen ablesen, lösen. Diese oder vorher nochmal, wie ich gerade gesagt habe, das Display sauber machen. Dass auch wirklich hundertprozentig sauber ist. Das seht ihr am besten, wenn ihr das irgendwo spiegelt. In dem Lichtquelle. So, wie gesagt, jetzt nur noch unser doppelseitiges Klebeband vorbereiten, so dass wir unseren Touchscreen wieder draufkleben können. Am besten kleben hier die originalen oder Nachkauf-originalen Klebestreifen vom iPad 3. Ansonsten würde ich euch empfehlen, wirklich ein gutes 3M-Klebeband zu nehmen. Nicht, dass euch nach ein paar Wochen der Touchscreen sich von einer Seite wieder anfängt abzulösen. So, nochmal reinigen. Am besten mit einer Druckluftdose oder mit einem mit einem Kompressor. Die ganzen Staubpartikel runter und danach wird eigentlich nur noch der Touchscreen draufgelegt. Das Kabel vom Touchscreen ein bisschen nach unten drücken, dass es auch wirklich drinnen ist und nicht nach oben wegsteht. Schauen, dass er schön in die Ecken reinkommt beim Kleben. Und dann wird das Ganze nur noch draufgeklebt und festgedrückt. Was ihr natürlich noch machen könnt, ist das Ganze nochmal im Nachhinein erhitzen. Und dann das iPad aufs Gesicht legen und von der Rückseite ein bisschen Gewicht drauflegen, damit der Kleber sich nochmal leicht verflüssigt, aber dann nochmal verfestigt, sobald es kalt wird. So, das war's. Ich wünsche euch viel Spaß beim Wechseln eures Lautsprechers. Sag danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.